Ihr wisst ja, wir bei WindowsArea.de testen jedes Jahr Dutzende Laptops und im letzten Video habe ich versucht, alle Preisbereiche ein bisschen abzudecken und da waren tatsächlich auch ein paar teure Geräte dabei. Heute liegt mein Fokus aber auf Gaming-Notebooks unter 1000 Euro und in einem kommenden Video sprechen wir dann auch über die besten Allround-Laptops für die Schule, für die Uni und die Arbeit zu Hause im Preisbereich von unter 600 Euro. Meine allererste Empfehlung ist das Dell G15-5510. Es ist ein wirklich fantastisches und meiner Meinung nach grob unterschätztes Gaming-Notebook mit tollen Specs, einer unglaublich langen Akkulaufzeit und es kostet momentan nur 850 Euro. Mit einer RTX 3060 und einem Intel Core H-Prozessor der 10. Generation ist es rein von der Leistung betrachtet schon ein mega guter Deal. Denn eine 3060 bietet kein anderes Gaming-Notebook in dieser Preisklasse. Noch dazu hat die Grafikkarte eine TGP von 130 Watt, womit sie ganz vorne mit dabei ist mit Gaming-Laptops der Oberklasse. Die zweite Sache, weswegen ich ein großer Fan bin vom Dell G15, ist der riesengroße 86 Wattstunden Akku. In der 3060-Variante sind Laufzeiten von 7 Stunden locker möglich, was ich selbst in meinem Test des Nachfolgers auch erlebt habe. Wenn ihr jemand seid, der sein Gaming-Notebook auch gerne mal wohin mitnimmt, zum Beispiel in die Schule oder Uni, dann ist das Dell G15 in Wirklichkeit eure einzige Wahl in dieser Liste unter 1000 Euro, denn es bietet einfach eine so gute Laufzeit, dass man das Netzteil nicht einmal mitnehmen muss. Und so Netzteile von Gaming-Laptops, hier habe ich zum Beispiel eins von diesem Lenovo Legion Slim 7. Das sind echt fette Teile, also ihr solltet nicht unterschätzen, wie wichtig eine gute Akkulaufzeit im Alltag sein kann, denn sonst müsst ihr sowas mitschleppen. Und das allein hat schon ein gutes Gewicht, ganz ehrlich. Es gibt aber zwei, vielleicht sogar drei große Abstriche, die man beim Dell G15 machen muss und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Der erste und wichtigste ist erstmal der Prozessor. Es ist eine Intel Core i7 10870H CPU der 10. Generation verbaut und das ist zweifellos nicht das neueste und beste, was man haben kann. Aber die CPU ist auch heute noch mehr als konkurrenzfähig, bietet mehr als genügend Performance, egal was ihr darauf zocken oder arbeiten möchtet und beim Gaming ist ohnehin die CPU nicht so wichtig wie die GPU. Also für mich ist das ein guter Kompromiss. Die zweite Sache ist das Display. Es ist ein 120Hz Display, was ziemlich ordentlich ist in dem Preisbereich, aber es bietet eine etwas unterdurchschnittliche Helligkeit von 250 Nits, aber immerhin hat es eine gute Farbdarstellung, brauchbare Kontraste und eine immer noch gute Blickwinkelstabilität. Auch hier ein kleiner Kompromiss, den man aber für diese Specs und den riesengroßen Akku echt eingehen kann. Und die dritte Sache, die nicht unerwähnt bleiben darf, ist natürlich das Gewicht. Mit knapp über 2,5 Kilogramm ist es kein leichtes oder dünnes Gaming-Notebook, denn irgendwo muss auch der Core i7, die RTX 3060 sowie dieser riesengroße Akku reinpassen können. All das sind aber Kompromisse, die ich jedenfalls eingehen würde für das Maß an Performance, das dieser Laptop bietet und natürlich für diese krasse Akkulaufzeit, die euch kein Gaming-Laptop unter 1000 Euro bieten wird. Für mich ist das Dell G15 aktuell mit Abstand das beste Gaming-Notebook unter 1000 Euro. Wenn wir beim Preis nochmal 100 bis 150 Euro runtergehen würden, haben wir für ungefähr 750 Euro aktuell das Dell G15-5510 mit der RTX 3050 Grafikkarte. Es ist die ein bisschen schwächere Variante vom Dell G15, aber es kommt im gleichen Gehäuse daher, bietet dieselben guten Anschlussmöglichkeiten und am wichtigsten, es hat denselben riesengroßen Akku und hier müssten auch die Laufzeiten sogar noch ein bisschen länger sein als bei meinem Testgerät mit der 3060 Grafikkarte. Es ist hier aber auf Platz 2 unsere Empfehlungen nicht allein wegen des großen Akkus natürlich, sondern weil es ganz einfach das beste Performance-Paket in diesem Preisbereich ist, das auch Sinn ergibt. Mir ist unbedingt wichtig gewesen, dass wir für unter 800 Euro eine RTX 3050 Ti bekommen, denn bei der Gaming-Performance ist der Unterschied zur RTX 3050 durchaus bemerkbar. Das IdeaPad Gaming 3 von Lenovo bietet zwar auch eine RTX 3050 Ti für ungefähr denselben Preis und sogar einen etwas neueren Prozessor, nämlich den Core i5-11300H, aber der ist tatsächlich ein bisschen schwächer als der Core i5-10500H im Dell G15. Auch wenn der eine Generation älter ist, stammt er dennoch aus einer stärkeren Serie, nämlich von der 500er Serie und nicht von der 300er Serie und bietet somit im realen Leben mehr Performance. Außerdem hat das IdeaPad 3 Gaming einen lächerlich kleinen 45 Wattstunden Akku und der im Dell G15 ist fast doppelt so groß. Also,
Auch im Preisbereich zwischen 700 und 800 Euro ist das Dell G15 meiner Meinung nach die beste Option, auch wenn das 5510er diese grauenhafte orange Tastenbeleuchtung hat. Für 750 Euro und mit dieser Hardware kann man aber mehr als zufrieden sein, dass es überhaupt eine Tastenbeleuchtung hat. Wenn etwas gerade in Aktion ist, dann würde ich auch natürlich etwas anderes in Betracht ziehen. Und darum habe ich mir natürlich auch den Preisverlauf einiger beliebter Gaming-Laptop-Modelle angesehen, um herauszufinden, für welche Geräte es sich auszahlt, eventuell auf den einen oder anderen Deal zu warten. Wenn ihr übrigens Fragen haben solltet beim Laptop-Kauf, könnt ihr gerne unserem Discord-Channel beitreten und dort eine Frage bei Kaufberatung stellen oder auch ins WindowsArea.de Forum posten unter WindowsArea.de/Forum. Das erste Notebook, was ganz häufig in Aktion ist und tatsächlich meine erste Empfehlung wäre, wenn es dieses Dell G15 nicht geben würde, ist das HP Victus 16. Das gibt's halt ganz oft für 699 Euro und einmal hat es sogar für 619 Euro gegeben, was ein krasser Preis ist für dieses Gaming-Notebook. Es hat ein 16 Zoll Full HD 144 Hz Display, einen noch relativ modernen Intel Core i5 11400H Prozessor und eine RTX 3050 Grafikkarte. Es sind nur 8 GB an Bord und leider sind beide Slots mit jeweils 4 GB belegt, also wird das Upgrade eventuell ein bisschen teurer sein als zum Beispiel beim Dell G15, wo eben nur ein Slot belegt ist. Aber wenn ihr es unter 700 Euro kriegen könnt und Aktionen bei HP sind nicht gerade selten, dann solltet ihr da auf jeden Fall zuschlagen. Ebenfalls zu dieser Kategorie gehört für mich das MSI Katana GF66. Auch mit seinen modernen Prozessoren der 12. Generation ist es zum Normalpreis kein Vergleich zum Dell G15. Zumindest eben nicht, wenn beide ungefähr 750 Euro kosten. Aber auch das Katana gibt es immer wieder in Aktion bei unterschiedlichen Händlern und Preise von 699 Euro sind absolut keine Seltenheit. Dafür gibt es ein solides 15 Zoll Gaming Notebook mit einer neuen CPU, RTX 3050 Grafik und einem ausreichenden 54 Wattstunden Akku. Das 144 Hz IPS Display ist echt brauchbar und die 8 GB RAM in einem Riegel lassen sich später auch relativ schnell und leicht aufrüsten. Am besten stellt ihr euch da einfach einen Preiswecker bei Idealo zum Beispiel, dann verpasst ihr keine Aktionen auf diese Geräte. Wir haben für euch natürlich unten in der Videobeschreibung den Preisvergleich verlinkt. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr noch ein bisschen Geld sparen möchtet, ist der Kauf von B-Ware oder von gebrauchten Laptops. Angesichts der eher kleinen Entwicklungssprünge bei modernen Grafikkarten in den letzten Jahren sind 2 bis 3 Jahre alte Gaming-Notebooks oft immer noch gut genug für AAA-Gaming bei hohen Einstellungen. Ich würde da persönlich nach Gaming-Laptops mit einer RTX 2060 oder 2070 Grafikkarte Ausschau halten, idealerweise mit Intels Core-Prozessoren der 10. Generation oder AMDs 4000er Serie an Ryzen-CPUs. Die solltet ihr in der Regel unter 700 Euro finden und je nach Display und Neuwert des Geräts sind meist unter 650 Euro eine faire Verhandlungsbasis. Es ist gar nicht so einfach, ein älteres Gaming-Notebook gebraucht loszuwerden und dessen solltet ihr euch bei den Verhandlungen natürlich bewusst sein. Ihr könnt gut und gerne 600 Euro anbieten und mit etwas Glück werden die Verkäufer sogar zubeißen. Für Geräte mit Prozessoren von Intels 9. Generation oder AMDs 3000er Serie sollte aber beim Verkaufspreis an der 100er Stelle definitiv eine 5 stehen. Natürlich gilt das vornehmlich für die Einsteigerserien unterschiedlicher Laptop-Hersteller und Gaming-Notebooks von Razer und andere Premium-Geräte werden auch nach 2 Jahren fast nicht unter 800 Euro fallen. Das lohnt sich dann meiner Meinung nach nicht mehr, wenn ihr heute ein Dell G15 neu mit RTX 3060 und damit deutlich mehr Leistung für ähnlich viel Geld bekommt. Außer natürlich, ihr wollt unbedingt flexen, aber dafür müsst ihr dann natürlich auch tiefer in die Tasche greifen. Eure Suche nach Gebrauchtgeräten sollte sich daher nicht auf Notebooks wie das Razer Blade 15 von 2020 richten, sondern ihr solltet auf Geräte wie das Dell G5 oder G7, das Acer Predator Triton 300, das Acer Nitro 5 oder das HP Omen 15 fokussieren. Achtet aber darauf, dass ihr die Geräte genau inspiziert, lasst euch vom Besitzer vielleicht ein Cinebench und 3D Mark Score schicken, sowie den Windows Battery Report, damit ihr dann auch aus der Ferne prüfen könnt, ob mit dem Prozessor, mit der Grafikkarte sowie mit dem Akku alles noch stimmt, wenn ihr das Gerät nicht lokal und vor Ort überprüfen könnt. Und natürlich solltet ihr euch auch dessen bewusst sein, dass ihr da meist keine Garantie mehr darauf habt und das sollte sich natürlich auch im Kaufpreis widerspiegeln. Es ergibt keinen Sinn, ein Dell G5 von vor 3 Jahren zu kaufen, wenn es nur 50 bis 100 Euro günstiger ist als ein Neugerät. Das waren auch meine kurzen Tipps zum Kauf von Gaming-Laptops unter 1000 Euro zur Vorweihnachtszeit und solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr diese gerne in unserem Discord stellen oder im WindowsArea.de Forum. Alle Links dazu sowie zu den erwähnten Laptops findet ihr unten wie immer in der Videobeschreibung. So,
Das war's dann auch schon von mir und von diesem Video. Wenn ihr regelmäßig praktische Tipps, Tricks und Tests rund um Windows und für eure neuen Laptops sehen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal und gebt mir auch ein Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.